gebe als Vertreterin der jungen Pflegegeneration das Steuer von Schwester Liliane Juchli entgegenzunehmen. Sie hat ihren großen Beitrag geleistet. Nun liegt es an uns, weiterzumachen. Mit voller Zuversicht und einer gehörigen Portion Respekt übernehmen wir das Steuer des Schiffes Pflegen und erheben an diesem besonderen Tag unsere Stimme für eine aussichtsvolle Pflege. Im Berufsalltag erleben viele Pflegefachpersonen die prekären Arbeitsbedingungen. Trotzdem geben wir Tag für Tag unser Bestes für unsere Patientinnen und Patienten, um eine würdige und kompetente Pflege zu gewährleisten. Im Pflegeteam ist jede und jeder wichtig. Pflegehilfen, Pflegeassistenten, Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit sowie diplomierte Pflegefachpersonen. Denn nur zusammen sind wir stark. Nur zusammen können wir Einzigartiges leisten. Dennoch darf man nicht vergessen, dass derzeit 43% des Bedarfs an diplomierte Pflegefachpersonen ausgebildet, nur 43% des Bedarfs an diplomierte Pflegefachpersonen ausgebildet werden. Der Mangel ist in den Institutionen täglich spürbar. Diplomierte Pflegefachpersonen sind unabdingbar, um qualitative, professionelle und sichere Pflege für die Patienten zu garantieren. Sie können nicht einfach durch anderes Personal ersetzt werden. Wir fordern mit der Pflegeinitiative, dass in bessere Rahmenbedingungen investiert wird, damit junge Menschen den Pflegeberuf erlernen und sich darin entwickeln und lange im Beruf bleiben. Wir wollen mit der Initiative das Pflegeschiff steuern und uns aktiv und mit Leidenschaft für die Pflege einsetzen. Denn aussichtslos war gestern. Lassen wir unseren Erfolg heute gemeinsam feiern und stoßen wir auf eine aussichtsvolle Pflege an.